Wir starten hier heute in Saalfeld die Tarifrebellion. In der Krise haben die Beschäftigten im öffentlichen Dienst, im Nahverkehr, aber auch beispielsweise bei der Post den Laden am Laufen gehalten. Zu Zeiten Coronas ging es immer wieder um das Wort Systemrelevanz. Und dabei spielte auch die Stadtverwaltung bzw. der öffentliche Dienst eine sehr große Rolle. Ihr habt uns dafür gedankt, indem ihr für uns geklatscht habt. Dafür möchten wir euch danken. Aber mittlerweile möchten wir auch, dass unser Konto ein bisschen mehr klatscht. Und deswegen fordern wir mindestens 100 Euro mehr für die Auszubildenden, Praktikanten und Dualstudierenden. Wir sind die Beschäftigten von morgen und wir müssen jetzt dafür sorgen, dass morgen ein gutes Morgen wird. Keine Kündigung im öffentlichen Dienst nach der Pandemie. Soll genug Wertschätzung sein, nicht mit uns. Deswegen setzen wir hier und heute ein deutliches Zeichen und sagen, wir sind rebellisch und wir holen uns, was uns zusteht. Heute hier, um zu zeigen, dass wir mit der Tarifrebellion im öffentlichen Dienst und im Nahverkehr und in allen anderen Bereichen, die noch kommen, was erreichen können, wenn wir zusammenstehen. Mir persönlich ist es sehr wichtig, für die unbefristete Übernahme einzustehen, weil jetzt gerade brauchen die Azubis, junge Menschen, auch sehr viel Planungssicherheit und ja, das steht ja so ein bisschen in den Sternen, ob der Paragraph 16a weiter fortgeschrieben wird. In der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst, aber auch im Nahverkehr, hat der Arbeitgeber unsere Forderung komplett abgeblockt und das kann nicht sein. Es gibt viel zu machen für Auszubildende und wir stehen dafür ein, dass wir heute hier eine ganze Menge rausruppen und auch in der Zukunft. Wir starten die Tarifrebellion, weil es uns zusteht.